wir aber bei, vorhin bei erstens bei Dark Knight waren, zweitens bei Dumm und drittens bei den Verarschungen von drei Dudelsack 3, muss ich mal sagen, dass David Schultz nicht, also mir ist schon aufgefallen, dass Christian Bale ziemlich oft ziemlich dumm geschaut hat und den Mund einfach nicht schließen wollte. Unter anderem, weil ein Kumpel neben mir im Kino die ganze Zeit gesagt hat, schließ den Mund, schließ den Mund, schließ den Mund, und er hat den nicht geschlossen. Und, aber gleich so oft und so dumm. So dumm. Das könnt mir doch nicht erzählen, dass das alles ein Film war. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Zu dem, was ich so dumm bin. Dadurch, dass er halt auch noch mit diesem Batman-Kostüm den Kopf nicht drehen kann, sondern immer den ganzen Körper drehen muss. Das Ganze nochmal so viel behinderter macht. Also man muss sagen, das ist ja auch so nicht Christian Bale schuld. Also ja klar, es war glaube, die Maske war auch irgendwie zu eng und dann kommt auch die Dinge. Ja, erstens das und zweitens hat Christopher Nolan da irgendwie, weiß nicht, da hat er glaube ich gerade gepennt oder so, oder hat Steven Spielberg als Produzenten eingestellt, der mal ein wachendes Auge darüber halten soll. Das hat er insofern gemacht, dass er sich vor den Fernseher gesetzt hat und hat RTL geguckt, während die anderen den Film gemacht haben. Und an sich, man kann über Christian Bale ja denken, was man will. Ich finde ihn an sich einen ziemlich coolen Schauspieler. Positiv. Ich fand ihn extrem geil, dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich von diesem Video da erfahren habe, wo er einen Typ sowas von zusammenfaltet bei Terminator die Erlösung. So hinter den Kulissen, wo er so total ausrastet, weil der eine da was am Licht gemacht hat, während er die Szene gespielt hat. Der ist so des Todes ausgerastet, das war... Alter, der hat den Typ fast zusammengeschlagen. You got any fucking idea about, hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene? Give me a fucking answer! What don't you get about it? Oh, good for you. And how was it? I hope it was fucking good, because it's useless now, isn't it? Wie war das da, diese eine bekannte Phrase, die fast jeder benutzt aus dem Video? Wo jedenfalls, ja, was machst du denn da an dem Licht? Ja, ich hab das Licht kontrolliert und das Licht ist gut. Oh, good for you. Ja, oh, ich da habe ich mir so gedacht, okay, Christian Bale ist doch... Oh, war ja. Ja gut, das hat so ein bisschen nebenlich. Ich bin gerade in den Szenen öfter spielen und bla, und da hat man auch immer so einen gewissen Druck, weil wenn einer es verkackt, muss es jeder nochmal neu spielen und shit. Der war allein vor dem Greenscreen. Okay. Vielleicht hat er einfach... Ja, vielleicht war da noch einer. Dings hier. Ne? Ich finde, keine Ahnung, bei Schauspielern... Ich will ja nicht. Das auch immer so. Deswegen finde ich das in Deutschland noch deutlich besser geregelt, aber in anderen Ländern, die sind ja alle zum Abschluss freigegeben, weißt du? Deswegen finde ich es immer so dumm, wenn die Leute die Schauspieler oder irgendwie verurteilen, wenn die sauer werden, wenn die ganze Zeit von Paparazzis gestalkt werden. So, weißt du, so die Schauspieler sind voll die Arschlöcher und so. Nee. Die wollen ein Privatleben haben. Ja. Ich meine, seriously, es gibt nichts, was ich mehr hasse als Journalisten und Paparazzi. Immer wenn ich das so im Fernsehen sehe, hier, wer macht das gerne? Alec Baldwin, der von Paparazzi gestalkt wird. Ah, Alec Baldwin hat schon wieder einen Paparazzi zusammengeschlagen und seine Kamera zerstört. Richtig so, der Mann ergreift die Initiative und verbrennt diesen Abschaum von der Oberfläche unseres Planeten. Weil, ganz ehrlich, lass den Mann doch in Ruhe. Alec Baldwin ist der unerfolgreichste Kackschauspieler des Planeten. Er kann nichts und hat jahrelang nicht mehr in dem Film mitgespielt und trotzdem wird er verfolgt wie Scheiße. Lass den Mann doch in Ruhe. Und wenn er da einen auf die Fresse boxt, weil er total... die hören ja nicht auf zu fragen und so, ne? Die machen ja nicht nur Fotos, die machen dann immer so total... zwielichtige Fragen stellen, die dann so, na, hat ein anderer deine Frau gebumst, na? Oder auch wenn die dann, keine Ahnung, bei Frauen wird es glaube ich noch eher gemacht als bei Männern, wenn die mal halt, keine Ahnung, morgens irgendwie keinen Bock hatten, sich aufzustylen und dann so halt normal oder gegebenenfalls auch mal mit
Jogginghose oder so sich einen Kaffee kaufen gehen, dann so, boah, guck das, guck mal, wow, die sieht ja scheiße aus und so. Und dann kommt das direkt die so sieht in echt ja scheiße aus. Artikel in keine Ahnung, irgendeiner Zeitung, ne? Ja, dann jeder so, Pickel einzeln analysiert wird, so ungefähr. Goddammit, das sind auch nur Menschen, so richtig, furchtbar. Na, oh ja, schon, also. Und manchmal sehen sie trotzdem, möchte ich nur mal anmerken, immer noch besser aus als diese amerikanischen Bitches, die dann diese Shows moderieren. Bitches. So. Oh, jetzt wurde the truth wurde revealed. it was spoken. Oh Mann. Psycho hat the truth gehandelt. Ja, aber sowas geht mir einfach Gott unglaublich auf die Nerven. Dauernd anzustupsen. Ich hab schon verstanden. Es geht mir auf die Nerven. Was stupst dich hier Dings an? Ja, durchgehend, weil das lustig findet. Da dachte ich ja so, haha, okay. Ja, er hat mich einmal angestupst und gefragt, ob wir aufnehmen. Ja, ich auch. Ich hab gesagt, ja. Und dann war auch Ende. Ja, aber weil er mich die gesamte klar, Zeit angestupst im Sekundentakt. Am Anfang fand ich es ja noch lustig. Ich dachte mir, okay, egal. Sitze ich es halt aus, die 5 Minuten. Und er macht es ja schon seit ungefähr gefühlt einer Viertelstunde. Konstant. Alter, Mann. Ja, der kann ohne dich, hat er einfach viel zu sehr lang. Jetzt hat er seinen Star-Auftritt bekommen. Sag ihm, er ist drin. Er ist drin. Ja, keiner kennt ihn, aber er ist der mit dem Whisky tanzt. Eindruck schinden durch Knoten binden. Soll ich AKA Lord CJ. Soll ich mal vorlesen, was er geschrieben hat? Yo. Fag it. Oh weia. Fag it. Es ging um Milchprodukte. Die in Brot, was, Pasta und anderen Teigwaren enthalten ist. Ah, nee, das du versuchst doch jetzt schon wieder auf deine Pfannkuchen oder deinen Käse darüber zu schwenken, oder? Sie sind für den alltäglichen Betrieb des Körpers unersetzlich. Viele stellen sich die Frage, machen Kohlenhydrate wirklich dick? Die Antwort ist nein. Nicht, solange die Kalorienbilanz im Lot ist. Also immer schön viel bewegen. Es gibt ja noch einen Unterschied, da muss ich mal mein Wissen raushängen lassen. Es gibt ja sowieso erstmal langkettige und kurzkettige Kohlenhydrate. Auch mal die Treppe nehmen. Die übrigens auch viel sicherer ist. Shots fired! Was habe ich jetzt wie einen Witz verpasst? Oder wie? Ich dachte, er macht das hier wirklich so eine Leerrunde. Hast du nicht einen Witz gesagt? Ich habe auch eigentlich gedacht, dass das Quert jetzt einen Witz gemacht hat. Ja, du hast gerade vorhin den flachen Spruch abgelassen. Also so ein Niveau. Auch mal die Treppe nehmen. Ja. Ach so, ich habe das falsch verstanden. Das war, was er mir gepinkt hat. Oh. Nee, naja. Auf jeden Fall, dieses Gespräch über Nahrungsmittel läutet wahrscheinlich langsam das Ende dieses Talks ein. Ist das wollen so? Sie dann schon aufhören? Ich glaube, oder? Nein, ja, ich denke, du bist noch gar nicht fertig, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, worüber ihr noch es alles... Es ging doch gerade um Käse bei dir, oder nicht? Bei mir ging es eigentlich gerade darum, dass ich angestupst werde, hier die ganze Zeit, also so angepinkt. Nee, ich meine danach, Käse. Hä? Es ging um Milchprodukte und dass die Kohlenhydrate... Ja, Milch ist doch Käse. Ja, in gewisser Weise sind Milchprodukte Käse. Also nicht jeder Käse, andersrum, nicht jedes Milchprodukt ist ein Käse, aber jeder Käse ist, glaube ich, ein Milchprodukt. Ich glaube so. Ich bin mir da auch nicht ganz sicher, nein, ob jeder Käse es gibt auch Milch. Es gibt auch Sojakäse oder nicht? Oder keine Ahnung. Na, so Käse aus Quark. Käse. Das Universum ist so scheiße. Geilste Werbung aus ist aber. Warte mal. Der Maxstar Sparkredit? Ne, der Maxstar Barkredit, so. Ich kenne noch eine ganz alte. Tolle Werbung. Gameboy, da gab es dann so eine komische. Die hat mir ein Kumpel mal geschickt. Da gab es dann so eine komische Kamera, die man da anschließen konnte. Und die dann irgendwie. Ah ja, das kenn ich. Und da gibt es dann so eine Werbung, die heißt irgendwas mit Fantografie und ich auch mal. Ja, wo man sich früher noch ein Licht, das man oben anstecken musste, kaufen musste, damit man überhaupt im Dunkeln spielen kann. Ja, und dann auch noch immer diese komischen Verbindungskabel, wo man dann zusammenspielen kann. Oh, oh ja, wir können ja noch das Standardthema anstreichen, das hier, wie heißt der Typ, der Nintendo, Satoru Iwata. Der ist irgendwie gestorben, ich hatte keine Ahnung, wer es war, um ehrlich zu sein, weil ich Nintendo nur verfolgt habe, weil ich hatte noch kein einziges Nintendo. Ja, aber es gibt ja unglaublich viele von diesen... Es gibt ja unglaublich viele von diesen Nintendo-Fans. Ja,
auch generell mit Dingen irgendwie. Das naja, ist schon traurig. Und ich denke mal, er ist als Chef besser gewesen als Phil Spencer, aber... Wieso? Ich finde Phil Spencer ist eigentlich ziemlich die gut. Haben doch den Billy Boy. Spencer ist doch ein Depp. Und ich empfehle immer noch, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal auch schon gesagt habe, Bill Gates YouTube-Kanal. Und ich habe letztens so ein Interview... Bill Gates hat ein YouTube... Ja, Mann, Bill Gates Note. Ja, Interview von Bill Gates gelesen, oder gesehen, vielmehr. Wo, ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Reihe war oder so. Ich weiß nicht. Es ging auf jeden Fall darum, was seine Ängste sind. Und da hat er so voll krass erläutert natürlich, wie er es immer tut, weil er also da in letzter Zeit voll dran ist, irgendwelche Facilities aufzubauen. Dass Krieg ja gar nicht das große Problem der Menschheit ist momentan, sondern irgendwelche Epidemien, wie zum Beispiel Ebola und Shit. No. Und dann hat er sogar ganz krass erläutert, dass es ja im 20. Jahrhundert drei große Sterbejahre oder so gab, wo Millionen Menschen gestorben sind. Einmal Erster Weltkrieg, einmal Zweiter Weltkrieg und dann aber noch irgendwie das spanische So-und-so-Fieber, was dazwischen war, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder so, wo noch mehr Leute gestorben sind als beim Zweiten Weltkrieg, glaube ich, oder genauso viele. Echt? Ich meine, im Zweiten Weltkrieg sind fucking viele gestorben. Ja, ja, und davon hast du einfach... Also ich habe davon vielleicht schon mal gehört, aber man weiß darüber halt viel weniger als halt über den Krieg zum Beispiel. Dementsprechend, ja. So. Ja, der YouTube-Server ist an sich ganz... Heute verbreitet sich das halt noch schneller. Ich meine, das ist ja das gleiche wie mit Ebola zurzeit. Ebola ist da unten immer noch hart am Schlüssel. Interessiert aber keinen, weil Griechenland viel, viel interessanter ist. Und ich natürlich Bock habe, 500 Mal am Tag das Wort Griechenland zu hören. Und mich interessiert das Leben dieser Rentner in diesem fernen Land so sehr. Was ich viel lustiger finde, ist, wie alle zwei Minuten irgendwer den Tod und den Zusammenbruch der EU prophezeit und sagt, oh mein Gott, Vertrauensverlust Vertrauensverlust da und jetzt geht gar nichts mehr und wir brauchen jetzt Jahrzehnte Jammer. Wer ist denn da der Übeltäter? Ja, Millionen. Schluss. Dieses Vertrauen wieder aufzubauen und alles, wo ich mir so denke, so, ja, also es war jetzt natürlich schon scheiße, aber ja, es ist natürlich auch eine große Krise und es ist auch nichts, so, was sich in einem Jahr irgendwie beheben lässt. Aber es ist jetzt stellen auch kein Abgrund. Wie, als würden wir in zwei Jahren wieder in der Steinzeit sein oder so. Ja. Und Europa wird genauso sein wie im Mittelalter und bläh. Und natürlich, das Einzige, was schlimm an der ganzen Sache ist, zumindest jetzt aus unserer Perspektive gesehen, dass Deutschland vielleicht ein bisschen Image verliert, weil Amerika durchgehend darüber berichtet, wie scheiße Deutschland ist. Und sonst nichts. Ihr wisst schon so, was da Griechenland passiert und so. Ja, ist mir schon klar, was da passiert. Also, und dass Griechenland für mich momentan einfach das beste Beispiel dafür ist, dass Geschichte sich wiederholt. Weil es einfach genau dasselbe ist wie 1929. Wirtschaftskrise, Griechenland oder damals halt Deutschland auch, geht den Bach runter. Extreme Kräfte wie Kommunisten und Rechtsextreme werden stärker. Straßenkämpfe entstehen, die haben sich da schon 2012 oder wann das war, haben schon Kommunisten, Rechtsextreme auf der Straße abgeschossen und umgekehrt und dann ist irgend so ein Rapper, der da halt so ganz gesellschaftskritisch rumgemacht hat, irgendwie auch noch abgeschossen worden und shit, sowas geht da ab, das sollte man einfach nicht unterschätzen und genau deswegen finde ich es extrem wichtig, dass da halt auch so viel Energie reingesteckt wird in dieses Thema, weil das einfach der Auslöser für was auch immer sein könnte, auch wenn man das jetzt vielleicht nur so als so ein kleines Ding, weil es halt nur in Griechenland wirklich schlimm ist, sieht, aber Europa war schon immer so ein schwieriger Punkt. Da habe ich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen. Und alle Kriege sind in Europa ausgebrochen und immer, weil es irgendjemandem scheiße geht oder irgendjemand unzufrieden war oder irgendjemand ein Hegemonialstreben hatte, gut, das würde heute nicht mehr passieren. So, und dann deal with it, ja, deswegen Griechenland und Ukraine-Krise, ganz gefährlich, ja, ganz gefährlich. Ja, Ukraine-Krise schon eher, aber Ukraine ist, also finde ich jetzt persönlich, nee, Griechenland ist ganz gefährlich. Also, jetzt noch nicht so direkt, aber daraus könnte irgendwas entstehen. Und deswegen muss man da schon genug Augen drauf richten. Genug Augen, ja.
wie sich das anhört. So, okay, wir nehmen ja, man soll drei das Leute einfach nicht runterspielen, weil dann passiert halt sowas. Also drei Augen. Ja, es ist natürlich Shit und natürlich könnten die Griechen jetzt total ausrasten. Ja, aber ich finde es trotzdem, also ich finde zum Beispiel Shit, die Ukraine-Krise deutlich gefährlicher. Ja, nur weil da halt schon Krieg quasi am Start ist. Aber das nicht heißt mal unbedingt nicht, dass Griechenland. Das, weil allein schon halt viel mehr beide, weil viel mehr so ein Ost-West-Konflikt dadurch herrscht, weil die beiden Mächte, so gesagt, die Treibenden sind, ja, weil es da viel mehr investiert sind als in Griechenland. In Griechenland, da liegen jetzt halt da drin irgendwo so ein paar Griechen rum, die da jetzt gerade halt Probleme haben, sich da zu finanzieren, und dann stehen jetzt halt ein paar extremistische Strömungen. Wie ganz normal. Ja, das ist, aber da ist noch nicht irgendwie eine fette Weltmacht dahinter, auf kommunistischer Seite oder in Richtung linker Seite. Und ja, aber da muss nur einmal jemand kommen. Zack. Ja, aber trotzdem aber ist dann immer noch keine rechte. Ja, das sagst du jetzt. Seite, genau so. Hauptsache, sie haben keinen Hitler oder so. Dann ist ja alles so in Ordnung. Sie brauchen ja nur einen Typ, der da ihr politisches System überbrückt und dann Premierminister wird und dann zu dem haben wir natürlich ehrlich gesagt auch nicht, dass sich irgendwer für Griechenland da jetzt so interessiert, dass er jetzt da Krieg machen wird. Ja, irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Aber Ukraine ist schon ein heftiger Schissel, wa? Mit Russland sollte man nicht fucken, glaube ich. Und mit Putin sowieso nicht, der reitet nämlich Bären. Und wenn ein Typ Bären reitet, dann meint Deutsch. Er das ernst. Oh yeah, Putin. Und was man nicht vergessen sollte, Putin war damals auch in Berlin stationiert. Ach, da lässt er uns in Ruhe. Nee, der fuckt nämlich. Ach so, nee, gerade dann macht das nicht. Damals hat er sich nämlich geweigert, so richtig so. Ja, der spricht ja fließend Deutsch und hat auch damals schon relativ gut Deutsch gesprochen. Und so, du sprichst dann Deutsch, dieser Scheiße. So ungefähr. Ja. Und dann, ja, okay. Ja. Und, ja, aber ich bin ganz ehrlich und ich sag das auch immer wieder öffentlich. Ich meine, der Typ war auch heftiger KGB-Agent. Was war denn Obama? Der war nur schwarz. Aber Obama... Und Senator, okay. Senator hat bei mir in jüngster Zeit ja wieder sehr an Ansehen gewonnen. Wer, Obama? Ja. Einfach weil er es irgendwie geschafft hat. Das kam für mich relativ spontan aus dem Nichts. Weil ich ja auch nicht immer bei jedem Scheiß abgedatet bin. Und so, hey, Homosexuelle dürfen jetzt in Amerika heiraten. Ja, das kam God auch plötzlich. Und dann war Facebook sagen, plötzlich wieder komplett zugespammt und alle hatten Regenbogenfarbenbilder und ich so, Moment mal. Ich muss sagen, abgesehen davon, von dieser Geschichte, habe ich Obama ja schon immer ziemlich gemacht. Weil ja, aber ich sag mal so. Vom äußerlichen Auftreten ist der ziemlich cool, aber ich glaube auch irgendwie, dafür, dass er halt auch so nett rüberkommt, glaube ich, auf der anderen Seite gibt sich Amerika aber wie immer ziemlich scheiße, weil Amerika dafür bekannt ist, das, eigentlich genau, ziemlich ist doof zu sein Problem. Zu anderen, dass ganz andere Leute die Stränge ziehen als der Präsident. Und naja, das ist auch schon fast glasklar in letzter Zeit geworden. Denn Obama ist halt einfach, er ist an sich nicht schlecht und vor allem auch das Gesundheitssystem, was er durchsetzen wollte, war eigentlich voll geil. So, ne? Aber er ist halt einfach Präsident von Amerika und Amerika ist halt einfach immer so, ja, wir fighten for Liberty auf der ganzen Welt und shit und machen hier Krieg in sonst wo. Und vor allem Amis sind für mich einfach so, was Krieg angeht. Deswegen sind sie jetzt ein bisschen... Deswegen finde ich es schon fast peinlich, dass wir es nicht geschafft haben bisher, dass Homosexuelle genau die gleichen Rechte haben, was Ehe betrifft hier. Aber die haben einfach so richtig rückständige und dumme Gesetze und Menschen, die da leben. So, hey, Waffen sind in der Verfassung verankert. Ja, okay. Ja, ganz ehrlich, das sind Gesetze aus dem scheiß 18. Ja, aber Jahrhundert. Du musst mal überlegen, wie viele das da immer noch heute haben wollen. Ja, das ist wirklich ja das Krasse. Das ist halt wirklich... Das liegt ja einfach an diesem unendlichen Patriotismus, von dem sie nicht abweichen wollen. Wären sie wie normale Menschen und wären nicht so verfluchte Patrioten, dann hätten sie gesagt, ja, okay, nehme ich so hin. Und gut ist. Und ich meine, Obama wollte ja schon gegen die Waffen heftig was unternehmen, weil alle fucking zwei Tage da ein Amoklauf abgeht. Und wer kommt dann um die Ecke? Die Republikaner, die anscheinend viel mehr Macht haben als der Präsident selber. Und die sagen dann, ja, ich bin Republikaner, ich behalte meine scheiß Shotgun zu Hause.
Ja, und die auch wegen dem Gesundheitssystem, was er durchsetzen wollte, weil das ja so ein bisschen sozial ist halt auch, wie wir es haben, ja, und dann halt so ein bisschen linksorientiert ist und dann so, Kommunist! Obama ist ein Kommunist! So, und ich denke mir nur so, was? Hey, Gesundheit für alle! Kommunist! Ja, es gab wirklich verbrennt einige, die als Kommunist bezeichnet haben. Das ist einfach unglaublich. Ja, seriously, dumm. Das sind so, ich hasse ja allgemein so Leute, die einfach nicht im 21. Jahrhundert ankommen wollen. Die sind so mit allem möglich, die hängen so weit hinten und sie sträuben sich gegen alles Neue und das siehst du ja überall, das siehst du in allen Themenbereichen. Und die Amerikaner sind zum Beispiel, was ihre Verfassung und ihre Gesetze angeht, sind die da so ein Spezialfall, weil sie tatsächlich nahe dem Mittelalter da verkehren. Am besten halt überall noch die Todesstrafe und hey, hier, die Medikamente lassen wir weg, weil wir kriegen keine Medikamente mehr aus Europa. Okay, dann genau. Machen wir es wieder mit dem Galgen oder mit dem Erschießungskommando. Und wir benutzen keine Shooter. M4 oder M16, nein, wir benutzen Musketen. Das ist so dumm, als ich das auch wieder gehört habe, das war wieder so, Alter, wie behindert seid ihr eigentlich? Es ist günstiger, Patronen zu nehmen und wir haben ja keine Firma mehr, die uns das Gift produziert, deswegen auf den elektrischen Stuhl oder so ein Scheiß oder wir schießen sie einfach. Ja, und, das ist so dumm.